Leute, herzlich willkommen zu einer Kampfepisode, richtig spontan, heute ohne Facecam, heute ohne alles. Und warte, ich muss kurz gucken, ja, Aufnahme läuft, alles gut. Wir joinen auf den Server in 3, 2, 1. Wir zocken gegen GAG aus mir den Weg. GAG mir aus dem Weg. Und Teilrolle. Teilrolle. Ja, ich habe ein neues Texture Pack, wie ihr seht. Ja. Mal schauen. Ja, das ist direkt so vorne, oder? Haben keinen Stash bekommen. Ja, die haben gekämpft. Der Kampf ja, ich ging, seh's gerade. Der Kampf ging über die Zeit, die sind vom Server geflogen. Und ja, deswegen. Warte mal kurz, ich mache mir kurz ein paar, also die Regaps, die ich machen kann. Die mache ich mir ganz kurz. Ich habe ein Stack und 3. Fuck, ich habe mir jetzt normal, ich habe mit normalem Gold außerdem gemacht, ein Stack Gold. Ja, komm. Ja, also für die Leute, die es wissen, also die haben gekämpft, die sind dann vom Server geschmissen worden, weil der Kampf vorbei ist und weil es Time Bomb ist, ist dann die Kiste von den Gegnern explodiert. Oh, stimmt. Deswegen, und ich habe dort ein Stack Gold verschwendet, Niklas. Nice. Sehr gut. Nice. Hey, lass aber zu spawnen, Alter. 300, 400 Blöcke weg, Alter. Na, das habe ich auch schon gesagt. Ihr sagt, wir müssen kämpfen. Also wir haben krankes Equip, wir haben... Komm, lass außen rum. Niklas. Ja, wir haben halt echt gut. Ja, eigentlich. Wir haben krasses Equip. Trotzdem voll nervös, ne? Aber ja, das war ich schon immer bei Kampffolgen bei Project War auch letztes Projekt immer. Das ne? Ah, ja. Ja, wie gesagt, eigentlich dürften wir heute nicht aufnehmen, aber wir haben, also für einen Kampf haben wir so gesagt, jo, die Regel, eine davon Ausnahme machen. Weil eigentlich sollten wir Dienstag aktuell gehen. Sind wir jetzt nicht. Also diese Folge kommt dann am Mittwoch, wo halt eigentlich das Finale stattfinden sollte, mehr oder weniger. Und ja, also dafür, dass wir jetzt kämpfen, weil wir Backup-Rüstung mehr oder weniger halt brauchen. Ey, ja, mir ist aufgefallen, wir haben kein Feuerzeug und kein Lava-Eimer. Ja, ist mir auch aufgefallen eben. Ich kann aber, so Gott segne, zwei Feuerzeuge machen. Ah, keine Ahnung, ich brauch das nicht unbedingt. Also ich, also allein gegen Fusel, Alter, habe ich ja übelst Feuer gespammt. Aber die Spinnenweben haben Fusel auch ultra gekillt beim letzten Projekt. Ja, ich mache mir trotzdem jetzt kurz ein Feuerzeug. Habe ich auf die 9 gelegt. Ja, ich habe mein Feuerzeug auch immer auf 9. Also, Teilrolle mit, also wie gesagt, wir haben zur Not hat der gute Niklas ein Player-Head, der gibt 4 extra Herzen, ein bisschen Regeneration, ich habe einen OP-Apfel. Damit können wir uns zur Not retten, also OP-Apfel gibt 10 extra Herzen, das heißt, wenn ich auf 10 Armor bin und die mich doppeln, kann ich den essen, dann bin ich auch Full Life, mehr oder weniger. Aber wir laufen gerade voll in die falsche Richtung. Ja, wo lang? Also ja, da lang. So, da ist der Spawn. Die meinen zu mir, die befinden sich beide am Spawn. Es kann ja sein, auch dass sie sich eingekackt haben und sind jetzt weg. Ah, das war aber richtig assi von denen, Alter. Ja, ja, aber da müssen trotzdem halt. Ja, ja, schon klar. Da müssen wir, keine Ahnung, was sollen wir da machen, Alter? Das ist halt. It's oh Land. Nein! Lucky Randy? Ja. Ja, dann müssen wir halt auch gegen die kämpfen. Die verkacken alles. Wo sind die beiden? Ja. Du bist echt. Bist ja, die sind safe auch am Spawn, ja. Die sind aber safe auch am Spawn. Also Lucky Randy und Teilrolle, so. da sind die. Zwei ah, okay, lass direkt. Vor mir. Lass direkt drauf, Alter. Ja, lass direkt drauf. Warte, ich hab richtig Schiss. Geh weg, Lukas, komm mit. Ich hab übel Schiss. Was ist hier dann? Okay. Dass die jetzt kommen, warte, ich hab übel Schiss. Wir werden safe in eine Falle laufen, aber. Mir mitgegeben. Fuck, ich bin runtergefallen. Komm, ich bin oben drauf. Da ist der andere, zwei Drittel. Ja. Na, das kriegen wir, komm. Komm. Ultra. Oh nein. Oh, die Burg ist so richtig beschissen, Alter. Das ist Lucky Randy. Ach ja. Lass aber auf den rechten hier gehen. Einfach auf der Rolle. Oh nee. Oh, jetzt Lennart ist auch noch hier. Komm, lass gehen. Lass weg, Niklas. Ja, lass einfach. Oh fuck. Komm, lass weg. Also, lass hier weg. Lang. Komm, hör auf zu schießen. Jojo. Hinter uns ist Lennart und Lucky. Ja, lass aber rennen. Safety targeten uns auch noch, weil wir besser Equip haben. Komm. Lass hier runter. Scheiße, voll Damage. Ja. Ich esse kurz den Gap, warte mal kurz. Ja, ich esse auch rein. Komm, lass hier lang. Warum mussten die uns denn auch noch nachtrainen, Alter? Die sind hinter uns, ja, die sind hinter uns. Komm, lass hier lang. Ja, okay, lass schauen. Nein, deine hat mich oh, ich muss essen, fuck. Ja, einer hat mich gehittet. Ich muss essen. Ja, beide auf dich.
Niklas, ich komm von hinten. Soll ich Player halt essen? Ja, ne? Ja, mach. Oh mein Gott, die geben mir ultra die Hits. Soll ich gehen oder soll ich rauf? Ja, oh fuck, ich weiß nicht. Geben halt ultra die Hits, man, ich bin absolut down. Ich weiß nicht, Digga. Soll ich zum... Ah, der hat Wasserläufer! Fuck, du bist aus Wasser raus. Ich bin rechts am Spawn. Also ich bin rechts hier am Spawn. Digga, wir haben alles verschissen. Ey, guck mal, aber was sind das für Hurensöhne wieder? Man verabredet sich für einen Kampf mit irgendwelchen anderen und dann joinen diese Mistquoten. Wer hatten die denn eigentlich auch noch eine Folge, Alter? Ich bin safe, glaube ich. Na, guck mal, Bent hat jeden. Bent hat, also ich bin am Spawn. Also ich weiß halt. Ja, ich schaff nicht zu dir. Also ich glaube, ich bin tot. Du musst direkt alleine machen, warte. Ich gehe zum Spawn jetzt. Also ist halt. Ja, die verfolgen mich halt 24/7 nur. Also versuch zum Spawn zu kommen. Ich weiß, das ist eine übelste Asi-Aktion. Hab ich nicht. Ich weiß, übelste Asi-Aktion gegenüber Niklas. Ja, ich bin tot. Oh, 300 Herzen. Dann verfolgt mich die ganze Zeit. Ja, ich bin tot. Oh. Ah, fuck, ja. 100 Herzen, halbes Herz tot. Sorry, absolute Opfer, Alter. Warum müssen die... Weißt du, die wie kann man eigentlich so ein Projekt spielen? Weißt du, die campen 24/7 nur, bis du irgendjemand joint oder was? Also... Ich verstehe nicht, wie man so ein Projekt spielen kann, weißt du? Dass man so krass einfach nur... Ja, Digga, schon scheiße. Vor allem, dass beide auch noch gleichzeitig Zeit haben und so, das musst du ja auch mal bedenken. So, dass man... Also, GG schreibt er vor allem, weißt du? Das... Alter... Mit so einem... Also, wenn man so ein Projekt spielen kann, ist halt... Einfach nur die ganze Zeit so krass. Also das Wasserläufer hat uns gerade halt echt gekillt, Mann. Also bitte. Jo, Digga, ich schreib zu den kommt, weil ich will halt nicht gegen Lucky Randy und so kämpfen. Ich hab zu denen geschrieben, kommt mal mit bitte und lass mal ein bisschen weiter weg jetzt kämpfen von denen. Aber wir 2 gegen 1 gegen die wir noch machen, ja, schaffst du glaube ich auch sogar, ja. Dann mache ich ganz ehrlich 2 gegen 1, bin ich ein bisschen. Ah, ja, aber ich glaube du schaffst das auch. Also ich hoffe, das ist legit, aber wir wollen halt nicht gegen die anderen kämpfen. Das ist, glaube ich, überverständlich. Ja, ist so. Also wie gesagt, 2/3, ich bin full die. So, ich habe gegappt. Kämpfst du jetzt gegen die, oder? Ich hab den einen übelst gut. Nice. Ja, ich bin down, Digga. Was willst du machen, wenn 2 Leute auf dich raufgehen? Kannst du einfach nichts machen. Das ist echt so. Die Gaps sind einfach zu beschissen, dass die einen healen und wie gesagt, den einen hätte ich, glaube ich, locker down bekommen. Aber was willst du machen, Digga, so? Der eine hat mich halt übelst genockbacked, so. Ich bin halt 6 Herzen Fallschaden bekommen. Ja, kannst du nicht tun. Du regenerierst zu wenig. Also ich glaube, der eine war, glaube ich, auch locker auf 2 oder 3 Herzen. Hat er. Auch wir hätten die beide so easy bekommen, wenn Lucky Randy nicht gewesen wäre, der Bastard. Ja, ja. Ne? Also, ist halt... Naja, scheiß drauf, das war Project Varo 5. Trotzdem 11 geile Episoden, muss man halt echt sagen. Ja, naja, scheiß drauf. Ich hoffe, dass jetzt irgendjemand Vernünftiges das Frecher. Aber guck mal, es ist einfach beschissen, dass die raufjoinen. Es ist echt so. Ich sag auch zu Marvin. Ist auch halt, ne? No joke, ich sag jetzt auch zu Marvin, die beiden sollen nicht im Project Varo 6 mitmachen. Das ist einfach Punkt aus Ende fertig. Nix gegen die beiden. Lucky Randy an sich kann gar nichts. Das habe ich auch gesehen damals, als ich mit Turiax gegen ihn gekämpft habe. Es soll nicht sein, dass er scheiße ist, das ist gut, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist einfach eine Asi-Aktion, wenn man sich zum Kampf abredet und dann lässt man es einfach crasht. Wir hätten auch natürlich von Anfang an woanders hingehen können, aber... Das ist einfach scheiße gelaufen, 2v1, ich habe wenigstens 2v1 gemacht, also hätte ich 1v1 gemacht, hätte ich safe gewonnen. Also natürlich sind beide jetzt full Dia, die haben jetzt beide unter Port 2 Rüstung, die haben ein Sharp 5 Dia Schwert. Ja, aber ich hätte es auch nicht besser, guck mal, ich hätte es auch nicht besser anstellen können, weil ich einfach diese scheiß Goldäpfel nur 2 Herzen regenerieren, Digga. Und vor allem, die geben dir keine extra Herzen. Ich habe zu Marvin noch gesagt, jo, Digga, mach wenigstens 2 extra Herzen noch rein. Ja, scheiße, Alter. Ja, scheiße. Naja, egal, geiles Projekt trotzdem. Wir haben gut abgeliefert und so. Trotzdem, Leute, ich hoffe, ich freue mich, wenn ihr gerne den Daumen nach oben. Schaut bei einer anderen vorbei, also Leute, ich bin raus und ciao.